Ein Depot ist ein Konto, in dem Wertpapiere verwahrt werden, daher wird es auch als Wertpapierdepot bezeichnet. Der Begriff Depot leitet sich vom französischen Wort Le Depot ab, was ins Deutsche übersetzt Lager bedeutet und ergibt sich aus dem historischen Kontext, da früher Wertpapiere in Papierform an einem sicheren Ort bzw. Lager aufbewahrt werden mussten. Und obwohl Wertpapiere heutzutage zwar nur noch digital verwaltet werden, hat der Begriff von dem Depot die Zeit überdauert. Ein Depot funktioniert grundsätzlich genauso wie ein gewöhnliches Konto, mit dem entscheidenden Unterschied, dass es nur für Wertpapiere verwendet wird, weshalb Geld nicht direkt auf ein Depot eingezahlt werden kann und es immer in Verbindung mit einem Referenzkonto verwaltet wird. Dementsprechend werden von diesem Referenzkonto Beträge für Wertpapierkäufe abgebucht und Beträge für Verkäufe gutgeschrieben. Außerdem werden im Referenzkonto die Depotkosten belastet, zudem unter anderem die Gebühren für den Wertpapierhandel, Depotführungsentgelte und sonstige Gebühren wie zum Beispiel für die Änderung von Wertpapierhandelsaufträgen gehören. Depots sind in Deutschland stark reguliert und dürfen gemäß dem Kreditwesengesetz nur von Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten angeboten werden, die bei Depots dazu verpflichtet sind, verschiedene Gesetze einzuhalten. Mit dieser strikten Regulierung soll insbesondere die Sicherheit von Depots für Anleger gewährleistet werden. Dabei muss jedoch unterschieden werden zwischen den gehaltenen Wertpapieren in einem Depot und dem Guthaben auf dem Referenzkonto. So sind die Wertpapiere der Anleger im Fall von Zahlungsschwierigkeiten bzw. einer Insolvenz des Depotanbieters nicht gefährdet, da sie rechtlich gesehen den Depotinhabern gehören und der Depotanbieter diese für sie nur aufbewahrt und sie daher auf Anfrage auf ein anderes Depot übertragen muss. Bei Guthaben auf dem Referenzkonto ist zu beachten, dass diese in Deutschland von der gesetzlichen Einlagensicherung bis 100.000 Euro pro Kunde und Bank bzw. Finanzinstitut abgesichert werden. Und darüber hinausgehende Beträge werden häufig von einer zusätzlichen freiwilligen Einlagensicherung abgesichert, die von dem Bankenverband des Depotanbieters abhängt. Des Weiteren werden Depots stark vom Gesetzgeber reguliert, um zu verhindern, dass sie für Geldwäsche missbraucht werden, was auch die Erklärung dafür ist, weshalb bei jeder Depoteröffnung die Identität des Depotinhabers mit einem gültigen Ausweis festgestellt wird. Neben diesen erwähnten Anforderungen müssen deutsche Depotanbieter zudem steuerliche Anforderungen einhalten. Dazu zählt insbesondere die automatische Abführung der Abgeltungssteuer an das Finanzamt, sobald ein Depotinhaber seinen jährlichen Freibetrag aufgebraucht hat. Das hat für Anleger den praktischen Vorteil, dass sie sich nicht selbst darum kümmern müssen. Sie können aber bei Ihrer nächsten Steuererklärung Angaben über Ihre Kapitalgeschäfte machen, um eventuell zu viel bezahlte Steuern zurückzuerhalten.